Hallo und herzlich willkommen. Marmelade kochen ist immer noch die Lieblingseinkochart der Deutschen. Die Frage, die immer wieder kommt, ist, wie lange ist die Marmelade denn nun eigentlich haltbar? Und dieses Thema möchte ich in diesem Video gerne aufgreifen. Natürlich habe ich die Haltbarkeit in vielen Videos schon erwähnt. Dennoch kommt die Frage tatsächlich immer wieder und ich würde es gerne einmal erschlagend in einem Rutsch erklären. Ganz grundlegend, wenn wir über Haltbarkeit sprechen, müssen wir beachten, dass es da eine Definitionssache gibt. Denn die Industrie definiert Haltbarkeit anders als wir im Haushalt. Im Haushalt sagen wir, eine Sache ist dann schlecht, wenn man sie nicht mehr essen kann. Das heißt, auch wenn eine Marmelade dann plötzlich ein bisschen braun aussieht und sie noch essbar ist, ist sie für uns noch haltbar. Die Industrie definiert Haltbarkeit anders. Bei der ist Haltbarkeit, so auch das Mindesthaltbarkeitsdatum, so definiert, dass sich der Inhalt nicht verändern soll. Das heißt also, fängt die Marmelade an, plötzlich oben braun zu werden, ist das Haltbarkeitsdatum überschritten. Fängt der Geschmack an, schon etwas weniger deutlich zu werden, da wird ja nach einer Zeit ein bisschen schwächer, ist für die Industrie die Haltbarkeit überschritten. Für uns im Haushalt noch lange nicht. Eine Marmelade, deren Geschmack schon etwas reduziert ist, wo die Farbe nicht mehr so schön ist, kann immer noch im Kuchen. Das heißt, ich gehe jetzt von der Haltbarkeit im Haushalt aus. Ich gehe nicht von der Haltbarkeitsdefinition der Industrie aus. Als erstes die wirklich gute Nachricht. Wenn ihr eine Marmelade abgefüllt habt, der Deckel ist drauf, ihr habt sauber gearbeitet, der Unterdruck ist intakt und die Marmelade war heiß genug, als sie in das Glas gefüllt ist, dann ist egal, welche Marmelade ihr gemacht habt und wie ihr sie gemacht habt, die Marmelade so lange haltbar, bis ihr den Deckel aufmacht. Etwas genauer erklärt möchte ich damit sagen, dass der Zuckergehalt bis zum Öffnen des Deckels überhaupt keine Rolle spielt, wie lange die Marmelade haltbar ist. Solange die Marmelade zu ist und selbst wenn ihr Kirschmarmelade ohne irgendwelche Zusätze da reingetan habt, ist die Marmelade haltbar, bis ihr den Deckel aufmacht. Die Haltbarkeit fängt erst an, sich zu unterscheiden in dem Moment, wo der Deckel auf ist. Und da kommt hauptsächlich die Menge des Zuckers ins Spiel, der verwendet wurde. Ich werde das Ganze jetzt anhand der Verhältnisse erklären, die wir hier in Deutschland haben, wenn wir mit unseren normalen Gelierzuckern arbeiten. Das grundlegende Verhältnis, was schon seit Ewigkeiten benutzt wird beim Marmeladekochen und wo man auch gar nicht Gelierzucker benötigt, ist das Verhältnis 1 zu 1. Das bedeutet, wir haben 1 Kilo Zucker auf 1 Kilo vorbereitete Frucht. Und das Ganze wird so lange gekocht, bis das Pektin aus den Früchten rauskommt und sich ein Gel bildet, das die Frucht zu einer streichfähigen Marmelade macht. In den 70ern kam dann der 1 zu 1 Gelierzucker, dem etwas Pektin beigefügt wurde, sodass der Kochprozess nicht so lange dauert. Man konnte so also die Marmelade schneller machen und hat die Frucht nicht ganz so arg zerkocht. Interessant dabei ist, dass die Haltbarkeit mit dem Pektin und dem Gelierzucker gar nichts zu tun hat, sondern nur rein mit der Menge an Zucker zu der Menge an Frucht. Eine Marmelade 1 zu 1 hält tatsächlich sogar außerhalb des Kühlschranks ewig. Der hohe Zuckergehalt bei einer 1 zu 1 Marmelade senkt den Wassergehalt in der Marmelade so sehr, dass die Mikroorganismen sich in der Marmelade nicht bilden können. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wenn man eine 1 zu 1 Marmelade zum Schimmeln bringt, dann muss man sich echt angestrengt haben. Also es muss ein doppelt und dreifach abgelutschter Löffel sein, den man dann möglichst ordentlich an der Oberfläche hat walten lassen, sodass sich dann eventuell einige Mikroorganismen mit vielleicht einem Wasserfilm oben so verbinden können, dass es dann einen Schimmel gibt. Aber wie gesagt, das ist sehr selten und wenn der da ist, dann gibt es diese Technik von früher, über die ich auch immer gefragt werde, Löffel rein, Schimmel raus, weiter essen. Kommen wir zur 2 zu 1 Marmelade. Hier haben wir zwei Teile vorbereitete Früchte auf einen Teil Zucker, was auch bedeutet, wir haben mehr Wasser verfügbar, das was auch bedeutet, dass die Mikroorganismen sich hier viel wohler fühlen. Bis zum Öffnen gilt Regel Nummer 1,
eine Marmelade, egal wie, abgefüllt und unter Vakuum, hält sich nahezu ewig. Machen wir sie auf, unterscheidet es sich. Eine 2:1 Marmelade gehört nach dem Öffnen immer in den Kühlschrank. Denn sobald wir das Glas öffnen, können Mikroorganismen an die Marmelade ran und wir verlangsamen den Prozess des Verderbs durch die Kühlung. Schön bei der 2:1 Marmelade ist allerdings, dass der Zuckergehalt immer noch hoch genug ist, dass es die Mikroorganismen ein bisschen schwerer haben. Und deswegen halten sich bei vielen die 2:1 Marmeladen, selbst ohne Konservierungsstoffe, im Kühlschrank zum Teil Wochen und Monate lang. Dazu ist auch zu sagen, dass in den kommerziellen 2:1 Gelierzuckern Konservierungsstoffe sind, die natürlich den Verderb eindämmen, weil wo Konservierungsstoffe sind, können sich keine Mikroorganismen bilden. Wir wollen ja aber keine Konservierungsstoffe. Das heißt, ich bin immer für eine 2:1 Marmelade ohne Konservierungsstoffe, denn die hält sich auch ziemlich lange. Allerdings ist hier dann eine gute Führung vonnöten. Gute Führung bedeutet, dass wir nicht noch extra Mikroorganismen einfügen in die Marmelade, um den Verderb zu fördern. Wie zum Beispiel Löffel ablutschen und in die Marmelade tun. Also wenn man ein Marmeladenliebhaber ist, ist es eigentlich auch schon bekannt, dass man dann einige Löffel auf dem Frühstückstisch hat, sodass man immer denselben Löffel für die Marmelade benutzt und nicht jeder seinen eigenen Löffel benutzt, sondern man benutzt das, tut es aufs Brot, tut den Löffel wieder zurück und wenn man fertig ist mit dem Frühstück, wird der Löffel halt abgewaschen. 2:1 Marmeladen sind glücklicherweise die Lieblingsmarmeladen der Deutschen und sie sind immer noch recht unanfällig für Mikroorganismen. Es ist also schön, in diesem Verhältnis zu kochen und es ist recht lange haltbar, besonders bei guter Führung. Als letztes kommen wir zu den 3:1 Marmeladen und auch den Marmeladen ohne Zucker. Ich werfe das in einen Topf, weil sie sich tatsächlich ähnlich verhalten. 3:1 bedeutet 3 Teile vorbereitete Früchte auf 1 Teil Zucker. Der Zuckergehalt in einer 3:1 Marmelade ist so niedrig, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ob man ein bisschen Zucker oder keinen mehr benutzt, wenn es um die Haltbarkeit nach dem Öffnen geht. Ich fasse diese Art Marmeladen jetzt mal zusammen unter dem Begriff zuckerarme Marmeladen. Für zuckerarme Marmeladen gilt dasselbe wie für 2:1 und sogar noch mehr, denn sie müssen natürlich nach dem Öffnen in den Kühlschrank. Sie halten sich dort normalerweise auch nur ein paar Tage, weil wir haben in diesem Falle gar keinen Zucker, der die Mikroorganismen abhält. Und auch die Mikroorganismen aus der Luft haben es nicht so schwer wie bei der 2:1 Marmelade, sich dort zu vermehren. Auch die Kühlung hält sie nicht so doll ab. Deshalb ist es bei zuckerarmen Marmeladen sehr sinnvoll, auf kleine Behältnisse überzugehen. Das heißt, kocht man Marmelade komplett ohne Zucker, wie zum Beispiel bei Pflaumenmus, den man einfach eindickt, bis er streichfähig ist, dann sollte man den in Gläser abfüllen, die man möglichst bei ein- oder zweimal Essen schon aufgebraucht hat. Weil dann haben wir das Problem nicht, dass es schlecht wird. Weil wir wissen ja, solange es zu ist, hält sich das ewig. Erst nach dem Öffnen geht's los. Und wenn wir schnell verbrauchen, haben wir keinen Schimmel. Der Vollständigkeit halber ist allerdings auch noch zu sagen, dass in den 3:1 Gelierzuckern, die man handelsüblich kaufen kann, normalerweise Konservierungsstoffe drin sind, die den Verderb rausschieben. Dennoch gehören auch diese Marmeladen in den Kühlschrank. Sie werden sich etwas länger halten. Trotzdem schafft man es auch da relativ schnell, Schimmel zu bekommen, weil die Konservierungsstoffe zwar helfen, aber es auch nicht unbedingt komplett abhalten können. Dann noch eine Sache, die immer wieder gefragt wird, obwohl sie vielen auch klar ist. Botulismus-Sporen können sich in einer Marmelade nicht vermehren, weil in der Marmelade der Säuregehalt zu hoch ist. Das heißt, wir haben, wenn wir normal Marmelade kochen, kein Botulismus-Thema. Außer bei Grünkohlmarmelade. Außer bei Grünkohlmarmelade, ist mir echt schon passiert. Also es ist tatsächlich mal ein gewerblicher Kunde auf mich zugekommen und hat gesagt, er möchte gerne eine zuckerarme Grünkohlmarmelade machen. Also ganz ehrlich, da hört es bei mir dann auf. Ich muss mich dann erstmal bemühen, nicht zu lachen und habe dann gesagt, naja, also ich möchte gerne sagen, dass die Haltbarkeitsmethoden sich doch unterscheiden, wenn man jetzt plötzlich anfängt, Marmelade aus Grünkohl zu kochen und dann nur noch den Zucker zu reduzieren. Also diese Marmeladen möchte ich jetzt hier in diesem Video nicht mit einbeziehen, denn wir bleiben bei Marmelade, doch lieber bei Obst.
Ich hoffe, ich konnte damit das Thema der Marmelade und der Haltbarkeit anständig erschlagen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.